Wir probieren heute, Wer wird Millionär zu spielen, aber mit einem kleinen Twist. Wir versuchen nämlich alle Fragen bis 1 Million hochzubekommen, aber für jedes Mal, wo wir scheitern, nehmen wir einen Streamer bzw. einen Zuschauer aus dem Twitch-Stream und spielen das dann gemeinsam. Und die Frage ist, wie viele Leute brauchen wir, um ein Quiz in Wer wird Millionär fertig zu machen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich bin selber sehr gespannt. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee von diesem Video. Falls ja, lasst ein Abo da. Mich würde das sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in den Stream, wo wir weitere solcher Sachen machen. Wir benutzen keine Joker und wir nehmen den normalen Schwierigkeitsgrad, weil wir sind keine Pussys. Chat, ne? Wir sind hier bei diesen ganzen Fragen, ne? Also es gibt 15 Fragen. Wir sind die Erste. Es ist entweder Wut oder Hass, Digga, keine Ahnung. Hass, Digga, keine Ahnung. Gut. Ja, easy. 100 Euro, Chat, wir sind 100 Euro schon. Woher soll ich wissen, was in England getanzt wird? Bitte, bitte. Das stimmt. Junge, ey, ich bin 200 Euro. Bib und Bob, wir nehmen Benny und Björn, Digga, Alter. Björn der Braunbär, so. Björn der Braunbär, keine Ahnung, Mann, wie sieht aus? Das ist richtig. Junge, ich bin es, ich bin es. Frage 4, Frage 4. Alle guten Dinge sind 12. Mein Bauchgefühl sagt 10. Junge, mein Bauchgefühl sagt mir, glaube ich, krieg gleich Durchfall, Alter. What? Ich hab doch nicht. Ah! Wollen wir das so notieren? Warum? Das ist definitiv meine Antwort. Das habe ich nicht gedrückt. Digga, ihr habt das gesehen. Ihr habt das gesehen. Ich war auf 12. Und dann habe ich Leertaste gedrückt und er ist einfach hochgegangen. Schiebung. Ehrenlos. Nachdem wir durch eine Schiebung verloren haben, haben wir uns auch unser erstes neues Teammitglied in den Discord geholt. Moin. Ja, moin. Na, bist du bereit für das Quiz, Brudi? Ja, doch. Ey, Junge, das war gerade so eine Schiebung. Jetzt haben wir es mit 2 Spielern probiert, aber das lief dann doch nicht so ganz wie geplant. Okay, Jason. Bist du bereit? Welche Haarfarbe steht angeblich Menschen mit warmen Taint besonders gut? Flieder, Lindgrün, Junge, Braun, Kastanienbraun, okay, nehmen wir. Auf geht's. Nehmen wir Kastanienbraun? Klingt das? Ja. Okay, ich hab. Junge, ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Farbentheorie einfach durchgespielt, Mann. Das ist, Sie haben sich nicht getäuscht. Stark, richtig. Junge. Stark, stark, stark. Okay. Wir nehmen einfach C. Ich glaube, C, der Devil ist. Sind Sie sich sicher? Ist, glaube ich, so unsere Entscheidung. Das ist definitiv meine Antwort. Das war unser letzter. Okay, nice. Stark, Jason, Junge. Wir sind so. Die 100 Euronen. Ich kenne den Manga noch nicht mal. Digga, Claymore habe ich irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, was Kodome ist. Ich weiß nicht, was Josei ist. Also instinktiv würde ich A sagen, aber ich habe, um ehrlich zu sein, weniger Plan als du. Wir nehmen einfach A. Und sollen wir das so nutzen? Ich weiß ehrlich nicht. Ich weiß ehrlich nicht. Es ist richtig. What? Jason. Du bist der Beste, Junge. Welches Tier ist Prinz John in Robin Hood, Digga? Wer ist Prinz John? Ist es unsere Antwort, Chat? Ich glaube, Disney ist doch vielleicht doch ein bisschen zu schwierig. Und? Es ist ein Löwe. Ist auch vorbei. Tut mir leid. Fuck. Wie man so schön sagt, alle guten Dinge sind 3. Und mal schauen, ob wir zu dritt dieses Quiz lösen können. Jan? Hallo? Ey, jetzt hallo? Hört man dich. Hallo? Ja, hallo. Bist du bereit, Brudi? Bist du bereit? Wir müssen das hinbekommen. Wir sind drei Leute, die reingeschissen haben jetzt. Oder die hoffentlich kriegen wir das hin. Orange. Ich auch nicht. Ich weiß, es ist orange. Bleach, Orange, Ichigo, ich habe den Anime nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, es ist Orange. Das ist auch sehr einfach, Leute, das ist die 50-Euro-Frage. Keine Ahnung, was Go-Getters ist. Gehört der Justice League. Justice League? Safe? Justice League locken wir ein. Für mich. Weil Avengers habe ich ihn nicht gesehen, ich habe Deadpool vor kurzem geguckt, so zum Beispiel, X-Men auch nicht. Und Go-Getters, bei Gott, kein Plan, was das ist. Stark, Junge Jan, stark, 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 stark. Aber ich glaube, spielen wir das Lied vom Tod klingt eher sinnvoller. Ich habe das auch schon irgendwo mal gehört. Also wir sind ja ein Team. Also wir müssen als Team arbeiten. Das ist das Wichtige. Okay, dann machen wir A. Oh, nice, Jungs. Oh. Wir haben 2 Fragen, Leute. 2 oder 3. Ja, okay. Ja, Bruder. Also
Wer wurde 2009 Bundesverkehrsminister? Ja, ciao, Alter. Ciao, ciao, ciao. Junge, das ist die 200-Euro-Frage. Wie kommen wir denn zu 15? Wie kommen wir denn zu 15? Zu einer Million? Fallbach, was sind das bitte für Namen? Ich weiß nicht mal, wer Bundeskanzler überhaupt irgendwas ist oder irgendwie. Es war Ramsauer. Es war Ramsauer. Wer soll sowas wissen? Jesus? Mist. Was für ein Reinfall. Was für ein Reinfall. Scheiße, Junge. Alles vorbei. Wie traurig. Well? Ey, guess, es wird für die nächste Person. Ich glaube, es wird für die nächste Person. Nachdem wir schon zu dritt einfach richtig reingeschissen haben, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es doch länger dauert, irgendwie diese 15 Fragen zu beantworten. Hallo, Levi. Servus. Servus. Also, bist du jetzt die, die uns Servus. Hilft? Ja. Also. Ich werde euch alle retten. Pff, ey, ja, das weiß ich nicht. Hoffen wir mal. Also, seid ihr, obviously C. C ist Saitama, Margaret, sie ist es. Sind sie sich sicher? Margaret, der Anime-Profi. Ja, Margaret guckt einfach mit 70 Jahren immer noch Animes, Alter. B, Jungs, Chat, Mädels, Freunde, ja. Alle B. Okay, locken wir ein, okay. Wer soll sowas wissen? Cinderella ist von Cinderella. Ja, Cinderella, Tiana, keine Ahnung. Jana war es von Frosch-Prinzessin-Dings. Ich bin so gespannt, ey. Also, wenn wir das zu viert hinbekommen, wäre schon richtig gut. Ihr seid, ey, ohne Scheiß, Respekt. Respekt, Leute. Im Discord, ihr carried mich gerade. Wir hatten doch Goofy, Donald und Mickey. Die waren drei Musketiere, soweit ich weiß. Mhm. Also D. Also D. Sicher? Ja, ich werde auch sagen. Ja. Okay, okay. Eine Entscheidung. Es sind drei Characters. Und ja, das, ja, da steht auch die drei Musketiere. Come on. Junge, die Oma carried. Sie haben sich nicht getäuscht. Stark, Leute, stark. Vielleicht brauchen wir doch keine 10 Leute hier. Was? Ich hab doch Frozen selber gesehen, 1 und 2. Ich war sogar in Hamburg für die Scheiße. Ich weiß es ehrlich nicht. Also es ist Salamander. Hundertprozentig. Okay, also ich vertraue dir da, also wenn du... Ich wähle B. Und es ist richtig! Ja! Ja! Leute, 4 Leute. Ey, ich hab da gar keinen Plan. Also ich hab wirklich gar keinen Plan. Oder wer ist Captain? Die anderen kommen, glaube ich, nicht vor. Oma muss carry. Die Oma muss gewinnen. Ja, also wir haben zwei, wir haben A oder D. Soll ich eine Münze würfeln? Ach, so werfen? Ich hab gesagt, dass ich bei A bin. Also. Du bist bei A. Weil die anderen und Jan, was sind in meinen Erinnerungen nicht dabei vorgekommen. Mein Bauchgefühl aber sagt es ist ja, wer kein der, keine der Hauptgefühle ja. Sagt. Warte, du hast B gesagt, wir haben A, B und C. Ne, A, B und D. Oh mein Gott, okay. Ist richtig! Oh mein Gott. Ja! Margaret, die Oma, Junge, die Oma. Oh mein Gott, Chat. Ist das eine Adaption? Nein, D. Fernsehfilm, weil es ist von Big Hero 6. Okay. Der Baymax ist dieser Riesenroboter. Ist eine Adaption von einem Comic, Manga, Roman oder Fernsehfilm? Dieser Marshmallow. Es ist von dieser Marshmallow, Film. Genau, dieser Marshmallow. Ja, ist von dem Film Big Hero 6. Ich glaube auch, ja, also sicher. Alter, du bist übelst am Carrying Levy, jetzt ohne Scheiß, ey, ohne Scheiß. Ja. Das muss richtig sein, Baymax. Komm mal, Baymax. Und? Die Wahl ist getroffen. Junge, mach's doch nicht spannend. Es ist falsch. Wie schade. Es ist ein Comic. Nein! Ach, es hätte schlimmer kommen können. Ey, wie die aber Oma! Ja, aber es gibt einen Film, wie kann ich das gratulieren. Was für ein Comic! I guess, es wird vielleicht doch die 10 Leute im Discord. Meine Carry-Macht hat ausgecarried. Nachdem wir mit 5 Leuten es immer noch nicht geschafft haben, ging das ungefähr eine Dreiviertelstunde immer noch so weiter. Es kam immer mehr und immer mehr Personen in den Discord und nach einer Stunde haben wir es endlich geschafft. Wir waren 10 Leute im Discord, um
gemeinsam Wer wird Millionär zu spielen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Jackson kommt jetzt als 10. Person. 10 Personen und wir kriegen dieses Kackquiz nicht hin. Wie kann das sein, Junge? Wie kann das sein? Junge, Alter. So, Leute, wir machen den letzten Try, Alter. Wir machen den letzten Try mit 10 Leuten. Also jetzt mal ohne Scheiß. Maximal erreicht, Alter, wie viele Leute hier drin sein können. Lost sein. Wir sind alle mein Bruder vor Gott. Leute, okay. Wir sind deine Freunde, wir sind deine Community. Und wir sind alle gleich dumm. Ja, sehe ich. Wir teilen eine Gehirnzelle für alle anscheinend. Und gemeinsam mit 10 Leuten haben wir dann dieses Quiz gemeinsam gemacht. Und ich muss sagen, es war eine wilde Aktion, aber sieht für euch selber. Eine Gehirnzelle hat sich in zwei geteilt. Der eine ist oben beim Kopf, der andere ist unten beim Kopf. Wow. Shut the fuck up, Jason. Fucking Kanye West, Junge, Alter, what the fuck? Das war definitiv Kanye West, du hast alle verkackt. Kanye West. Welches dieser Worte enthält keine Vokale? Und was ist denn. Und was ist mit Sand? Ja, bin ich dumm, Alter? Bin ich dumm? Sand, hä? Typ. C. Ja, C, ich mach doch C. Mach doch jetzt C, oder? Ja, mach ich doch. Ja. Das wievielte Buch der Harry Potter Serie ist der Gefangene von Azkaban? Du hast. Stein der Weisen. Drei. Der Gefangene von Azkaban und. Ich hab alle auf Deutsch und Englisch da. Das erste ist. Stein der Weisen, dann. Dings. Kann man das Schrecken? Gefangene von Azkaban. Ja, Gefangene Azkaban und dann Feuerkelch. Genau, ja, ja. Orden des Phönix. Halbblutprinz. Welche Früchte kann der Fuchs in der gleichnamigen Tierfabel Aesops nicht. Ja, Bruder, also jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das? Aesop? Nein, Kirschen. Levi, Kirschen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du bist. Ey, Leute, Mann, ey, wir sind 10 Leute. Also jetzt, also. Also, wir sind immer. Die Frage. Ich glaube, es sind die Trauben. Trauben wachsen relativ niedrig. I don't think. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Trauben sind. Traum oder Kirsche? Ich verwette diesmal nicht. Ich hab nur noch einen. Ja, der eine wird abgehakt, Alter. Es könnten Trauben sein, weil Trauben sind so. Also nehmen wir Trauben. Farben. Ich enthalte mich dabei. Weiß nicht. Bin nicht der Schuldige sein. Ich spekuliere noch. Ich hab's nicht gelesen. Ich glaube, das Ding hieß der Fuchs und die Trauben. Oh, Junge, Alter, okay, jetzt geht's los, Alter. Trauben. Dann erzähl mal deine Geschichte vom Fuchs und der Traube. Es ist, Junge, ich werde dich nie wieder mehr daubten, Junge, mit der Fuchs und die Traube, Junge. Beste Geschichte. Wir sind noch nie so weit Oh mein, okay, hier, Levi, hau mal raus. Du mit deinen Adverben. Chat, wer hat Deutsch studiert? Was ist ein Adverb? Ich weiß es nicht mehr. Ein Adverb. Ist das nicht irgendwie ein Adverb? Ist ein Dativsfreund oder so? Oder der Genitivsfreund oder so? Sind das so irgendwie so? Du vor, glaube ich. Zuvor. Digga, was? Zuvor oder vor? Deutsch cringe for real, Junge, wer macht das schon? Das ist nicht das vor. Ist auch besser so, Tola, das ist auch besser so. Bitte. Es ist vor. Es ist vor. Wir sind doch nicht dumm. Wie viele? Warte mal, also 4 Stück. Ich will mal kurz googeln, was ist ein Adverb? In welchem Jahr wurde die anglo-irische Band One Direction gegründet? Bruder Angelo. Kenn ich nicht. Nur Gott weiß. Nur Gott weiß. Ich weiß, wir werden verkacken. Aber ich glaube nicht, dass es 2010 ist. Ich glaube, es ist vor 2010. Ja, da gibt es aber auch 3 weitere. One Direction klingt ziemlich modern. Könnte doch 2010 sein. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wenn es nicht 2010 ist, dann Jackson. Swifties, sondern One Directies. Was? Was? Die richtige Antwort herauszufinden. Bitte sag einfach ja, ey. Bitte sag mal. Oh mein Gott, danke Jesus, Alter. Oh. Danke an alle, die da sind. Ey. Ich habe auch keine Ahnung. Crazy, Augustus, 90% sicher, dass es Konstantin ist. 90% sicher? Ja. Konstantin. Ja. Konstantinopel. Öfter spießen Konstantinopel, oder? Ich wähle. Also, wir nehmen. Also,
Ich habe an diesem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch an das Herz erkannt, bin ich ganz ehrlich. Konstantin klingt aber schon richtig. Nein, Augustus war halt der Sohn von Konstantin. Aber die so nicht am existierenden. Vor allem jetzt, nachdem du eingeladen hast, habe ich mal nachgeschaut und hier sagt er einfach Theodosius der Erste. Was? Wer soll das sein? Da steht ja nicht immer. Bitte sag A. Bei mir steht, Vinzius und Konstantin verabschiedeten das Mailänder Toleranz. Alter, Margaret, ey, wir sind. Chat! Es ist die 1-Million-Frage. Die 1-Million-Frage. Es ist die 1 Million. Oh mein Gott. Packt eure Dicks aus. Packt eure Dicks aus. Das ist die letzte Frage. Packt dein Ding aus. Durch welches besondere Merkmal zeichnen sich Amphibien aus, die zur Apoda-Gruppe gehören? Ja, alles klar, Junge. Also, wer hat Biologie studiert? Moment. Ich habe. Ich glaube, mich aus meiner Biologie schon zu. Nein, Amphibien. Amphibien. Lass mich mal überlegen. Amphibien. Ich habe genug in deine Hand geschaut, um zu wissen, dass sie keine Beine haben. Okay, Leute, ne? Wir haben jetzt die 50-50-Chance, ne? Boys, Mädels. Wir haben jetzt die 50-50-Chance. Also. Wir können jetzt sagen, der hat. Ah, sie haben keine Beine, aber warum haben Amphibien keine Beine? Amphibien sind doch irgendwelche so wie Kröten und so. Aber es geht um die spezielle Gruppierung. Okay, haben, okay, ich mach A, also wir gehen mit A. Ich bete zu Jesus, Alter, alle, dass es richtig ist. A für Amen. A ist für Arsch. A ist für Gewinner. Arsch. A ist richtig. Wir gehen Margaret. Arsch, wir haben keine Beine. Ich hab genug gesehen, um das zu wissen. Wir gehen rein, Freunde. Wir beten. Bitte. Das ist definitiv meine Antwort. Bitte. Okay, dann schauen wir uns mal die Antwort an. Er betet gerade zu all seinen Vorfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin der G. Jax, ja. Junge! Fick die Beine, Junge! Fick die Beine! Jetzt aber nochmal auf normalen, ne? Ja, ihr darf nochmal. Okay, ich bin normal. Wer hat hier B gesagt? B ist nur richtig. Deine Frau. Nö, Lüge. Wer B gesagt hat, ehrenlos. Ihr wolltet mich verarschen, Chat.